Guten Morgen, meine Lieben. Schaut mal, wer aus einem Loch raus darf. Der Papa fühlt sich schon viel, viel besser und er hat jetzt vorhin mit der Ärztin telefoniert. Magst du mal kurz in die Kamera schauen? Ich schaue noch immer wie vorher aus. Ja. Er hat jetzt auf jeden Fall kurz vorher mit der Hausärztin telefoniert. Und sie hat gesagt, er darf sich frei im Haus bewegen, soll aber natürlich in Quarantäne bleiben, das Haus nicht verlassen, genauso wie wir im besten Fall. Und den Kindern nicht zu nahe kommen, also jetzt nicht mit den Kindern kuscheln oder so. Wir haben jetzt ausgemacht, dass er trotzdem eben weiter dort schläft, weil die Luisa ja zwischen uns schläft. Also die Luisa schläft immer noch bei uns im Bett, deswegen haben wir beschlossen, dass er noch weiterhin ja, in den Bett schläft, alleine. Habe ich auch mehr Platz. Nein, aber ich freue mich, dass dir besser geht. Und der Papa, ja, was machst du jetzt? Geschirrspüler einräumen? Schon wieder voll aktiv. Und ich muss euch noch was voll Liebes zeigen. Und zwar habe ich gestern auf Insta-Story gepostet, dass ich kein frisches Obst mehr für die Kinder habe. Und kann ich mal kurz die Tür aufmachen, ohne mit euch hier zu kämpfen? Das sind die Hunde. Schaut mal. Ich halte sie. Halte sie, Emmy. Oh, aber nicht der Sophie. Emmy. Ich halte die Sophie. Schaut mal, wir haben von einer Nachbarin aus einem anderen Ort, die hat sich angeboten, für mich ein paar Einkäufe zu erledigen. Ist das nicht mega lieb? Und ja, ich habe ihr gleich ein paar Sachen gesagt, wie also die ganzen Früchte und also Obst und ja, Banane und ein bisschen Süßkram. Hier stinkt's. Ja, es ist, wir leben am Land, Michelle. Hier stinkt's nach Kuhkacke. Ja, und eine Rolle Klopapier. Yay. So, tragen wir das rein. Gehen wir in den Garten? Mama! Ja, komm. Schau. Ja. Komm, Emmy. Komm mit. So, die Luisa wollte kurz in den Garten. Deswegen sind wir kurz in den Garten, weil es so ein schönes Wetter ist. So zu. Ich habe jetzt meinen Kaffee mit rausgenommen. So, die Michelle ist jetzt auch rausgekommen mit einer Banane. Bist du ein kleiner Affa? Ja, Baby. Ein Fucker. Ja, ein Fucker? Ja. Ah, super. So, meine Lieben, ich bin jetzt schon ein bisschen hier im Büro und habe ein bisschen gearbeitet. Ich musste ein paar E-Mails bearbeiten. Aufgrund dessen, dass ich so immer im Homeoffice bin, hat sich für mich ja nicht wirklich viel verändert, außer dass die Kinder und mein Mann ständig zu Hause sind und das natürlich ein bisschen stressiger ist, aber alles nicht so schlimm. Ich muss jetzt noch einen Vertrag unterzeichnen habe ich ihn schon, ich muss ihn jetzt noch einscannen und da mein Scanner da drüben, also mein HP, so ein bisschen spinnt, mache ich das jetzt immer mit dem Handy, das geht ziemlich einfach. Ja, da mache ich das jetzt schnell und dann verschicke ich das. Habt ihr gewusst, beim iPhone ist es so, wenn ihr da unten Notizen habt, einfach lange gedrückt halten und dann hier unten Dokument scannen und schon könnt ihr es scannen. Es geht ureinfach. Einfach so nach oben. So. Und ihr macht selber das Foto. Ihr müsst gar nichts machen. Und jetzt gehe ich schnell was frühstücken. So schaut mein Frühstück aus. Ich habe einen Schnitt. Butterbrot mit Schnittlauch und Tomaten. Und ich zeige euch mal was mega, mega Süßes. Was machst du denn hier? Wo ist das jetzt, Mama? Hier.
Süßes. Hier was Süßes. Und hier gibt's dann was Süßes. Oh, ein Baby. Ist es schön, mal im Sitzen zu essen? Also ich meine, nicht im Liegen. Am Tisch. Du hast auch besseren Appetit, gell? Weil in letzter Zeit nicht so gut gegessen. Jetzt musst du den Bauch wieder nachholen. Schaut euch mal an, hier der Papa verteilt Käse unter den Tisch. Oh. Und noch eine. Oh. Die Michelle klaut auch Käse. Genug. Mehr. Ich habe auch Hunger. Nein. Mehr jetzt Käse. Jetzt schmeckt es den Käse. Weil ich war krank und ich hatte eine verstopfte Nase und konnte ich nicht schmecken. Ach so. Ich glaube, die Emmy findet Käse richtig gut. Mhm, ich auch. Da wollen zwei Mäuse raus, oder? Hey, bitte verkreuzt euch jetzt nicht. Das wäre urnett. Warte. Der Patrick geht mit euch, der holt nur schon seine Schuhe. Patrick! Oh. Emmy kaut so wie es klein. Ja, ist schon gut. Schaut mal bitte, wie süß. Hallo, müsst ihr wegen jedem Blödsinn kämpfen? Und wisst ihr was? Die Emmy macht der Sophie einfach alles nach. Wenn jemand vorbeifährt mit dem Auto oder vorbeispaziert, wird gebellt. Gell? So, du wirst das schaffen mit beiden, oder? Nee. You can try it. Bitteschön. Ich habe die Sophie fixiert. Da. Und die Emmy noch nicht. Fixier auch die Emmy und geh mit einer links und mit einer rechts. Das geht nicht, Mama. Probier's doch einfach mal kurz. Ich bin nicht mal aus dem Haus, wir müssen schon die Arme verrotten. Geh runter vom Müll. Ah, das ist eine entspannte Gasse. Ja, komm, geh. Geh runter, du wirst es schaffen. Ich brauch kein positives Mindset, ich brauch eine ruhige Runde. Patrick, Mindset ist das auch noch. So, meine Lieben, ich habe jetzt den Vlog für heute fertig gemacht und werde jetzt auch ein bisschen rausgehen zu den Kindern. Schaut euch mal das an. Aber die Taschentücher hast du jetzt nicht aufgehoben. Was ist das? Wer hat das hergeschmissen? Habt ihr? Du? Schau mal, das sind zwei Affen, die am Boden liegen. Schau mal, die Sophie, die Emmy beißt in deine Banane. Gib ihr auch ein bisschen Banane. Sie hat davor ein bisschen Müsli zu bekommen, aber ganz klein. Aber ich hab die Emmy aber nicht hinterfragt. Schau mal, sie isst Banane. Sie isst Banane? Bist du ein Affe? Gib ihr noch ein Stück. Apfel. Eis. Eis? Hab ich so viele Affen zu Hause? Ja. Ach so. Ist lecker? Mhm. Lecker Bananen. Mhm. Schön draußen, gell? Ist ja ein Wahnsinn, wie schön das ist. Ja. Sie will noch mehr Bananen, schau. Warum ist die Emmy jetzt in meinem Platz? Glaubst du, die Emmy weiß das, wem wessen Platz gehört? Das ist ein kleiner Affe. Nein, Lisa, nicht mit Schuhen. Lass die Luisa auch. Aber mit Schuhen. Ja, Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen, Luisa. Luisa ausziehen. Gibst du ihr, Michelle? Oh. Ja, sie schneidet ihre Schuhe aus. Oh. Die Emmy. Pass auf, die Emmy beißt von der Banane von der Luisa ab. Hat sie schon abgewiesen? Mission complete. Sie hat schon reingewiesen. Super. Sophie, runter. Setz euch hin. Hä, hey, Emmy, nein. Was machst du? Sie passt unter die Terrasse rein. Ich weiß. Luisa, kannst du dich daher setzen? Nein. Setz dich auf die Decke. So schön, oder? Ich mag auch ein bisschen schaukeln.
ist echt so schön draußen. Ein bisschen die Kinder draußen auslüften, auspowern. Und auch schön, das ist auch schön, dass ich barfuß habe. Schön, dass du barfuß sein kannst. Geh weg, sie möchte rutschen. Nein, nein, geh jetzt weg, weil dann tut sie euch weh. Lara, geh weg. Ist das lustig? Ist dir heiß? Ausziehen. Ja. Cool. Komm her. Es ist wirklich so warm. Die Michelle hat mich vorhin gefragt, Mama, warum fliegt denn dein Flugzeug vorbei? Weil ein Flugzeug genau vorbeigeflogen ist. Ja, die Kinder kriegen das ja auch alles mit, dass keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen. Und ja, sind dann einfach selbst wahrscheinlich mega neugierig und gespannt, wie es weitergeht. Voll, wenn ich so dran denke, die Michelle ist 10 Jahre alt, das ist ein Teil ihrer Kindheit, was da gerade abgeht, ist voll heftig. Irgendwie. Schaut mal, der Patrick hat den Enten Wasser reingefüllt. Jetzt sind sie wieder sauber, aber die nicht, weil die haben... Ihr müsst leise sein, das kann ich ja nicht reden. Was steht denn? Hey, was ist da? Mein Handy rennt einfach. Endlich wieder weiße Enten. Emmy? Da geblieben. Wie schaut diese Ente aus? Schau dir mal das an. Was machst du da mit deinem Kopf? Das machen Enten übrigens am liebsten. Mit dem Schnabel überall im Wasser rumschillen, schnoddern. Hey meine Lieben, jetzt habe ich schon länger nicht gevloggt. Es ist schon dunkel draußen. Wir haben jetzt was gegessen. Der Papa hat für uns gekocht. Püree mit faschierten, wie heißt das? Fleisch. Ah, Bällchen hätte ich gemeint. Fleischlarven. Hey, weißt du, der Patrick hat eine Fledermaus? Heißt du eine Fledermaus? Pechschwarze Augen. Schau mal, warte, wie deine, oder? Schau hier mal. Auch Fledermausaugen. Fledermausaugen? Fledermausaugen. Liebst du sie? Die Sophie schläft bei mir. Sophie, Baby Girl. Was ist los? So. Was? Wir brauchen eigentlich. Ah, du hast hier. Die, 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 die. Wir brauchen fast eigentlich keine Buntstifte mehr in der Schule. In der Schule. In der Schule. Kannst du bitte die kleine Mausi rausgeben? Und, ich und die... Hey, so weit voll in die Kamera. Hallo Mausi, hallo Mausi. Hallo Mausi, Mausi, bye. Tschüss. Tschüss, Futzmaschine. Wie? Futzmaschine. Futzmaschine. So, die Michelle und ich haben uns hier vorbereitet, weil wir gleich ein... drehen. Und deswegen... Wir haben uns das mal vorbereitet und das wird... Dieses Video, was wir jetzt drehen, kommt dann am Samstag online. Diesen Samstag? Ja, diesen Samstag. Ich will sowas, also es geht um ein TikTok-DIY. Mhm. Wir probieren DIYs nachzumachen, die wir von TikTok kennen. Und das haben wir zusammen gemacht mit der lieben Lisa von Cute Life Hacks. Und ja, ich würde nur sagen, wir fangen mal an zu drehen, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Du musst noch mal Haare bürsten. Okay. Hol deine Bürste, Michelle. Und hol meine auch gleich. Ja. Setz dich. Michelle, weiß ich nicht. Machen das alle Mädels auch so? Michelle will nur Haare bürsten. Also schon, aber sie bürstet nicht gut. Wie machst du? Einmal schon fertig? Nein. Unser Video ist fertig gedreht. Schaut euch mal mein Büro an. Oh, super. Ja. Das räumen wir jetzt gleich auf. Wehe. War klar, dass du das machst. Ja. Es war auf jeden Fall super lustig, es zu drehen. Aber es war auch eine Menge. Eine Mörderarbeit, es hat so lange gedauert. Ja, das ist aber das ist die Klebepistole, Dings da. Ich habe mir jetzt gerade so die Finger verbrannt mit der Heißklebepistole. Ach, sag's euch. Aber das Video wird sicher lustig. Es kommt dann am Samstag online. Und ja. Juhu. Gut, wir räumen hier auf jeden Fall mal zusammen, hätte ich gesagt, oder? So, Fokus ist auf jeden Fall da. Jetzt. Ich muss mich jetzt ganz schnell abschminken, weil die Luisa richtig müde ist.
Oh. Mama hat sich nur ihre Fake Lashes abgemacht. Bäh. Ist eklig? Ach. Das sind jetzt gleich ein paar mit abgegangen. Hier zwei und hier zwei. Ja. Die Mami schminkt sich mega schnell ab, ich verspreche es dir. Wo ist es mit dir? Das ist Papa mein. Der Papa ist gemein? Ja. Oh, wirklich? Ja. Was hat der Papa gemacht? Das ist gemein. Der Papa ist gemein? Die Lara schläft wieder bei der Michelle. Und Luisa ist sehr müde, deswegen werde ich jetzt diesen Vlog beenden. So, danke, meine Lieben, fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder.